zu einer neuen Folge Google on Tour. Wie ihr vielleicht schon in den Bildern gesehen habt, bin ich in Japan unterwegs. Bin gerade 12 Stunden hier hingeflogen und werde mich jetzt mal auf den Weg ins Hotel machen und einchecken. Ich habe ein geiles Hotel mit Robotern und so, das gucken wir uns jetzt gleich als allererstes an. Auf geht's. Ich habe es jetzt in mein Hotel geschafft. Das ist ein sehr cooles Hotel hier in Tokio, nämlich ein Roboterhotel und vor allen Dingen nicht nur irgendeins, sondern eins mit Dinos. Das musst du sein. Ich hole mir jetzt meine Zimmerkarte, dann gehe ich mich ein bisschen frisch machen und morgen geht es erst so richtig los. Dann machen wir Sightseeing und alles, was dazu gehört. Gucken wir uns Tokio an. Ich freue mich drauf. Guck mal. Rede mit mir. Please scan your passport page with your picture on the device. Von meinem Hotel auf den Weg gemacht zu meiner ersten Station, nämlich zum Toyosu Fish Market. Aber das war nicht ganz so leicht. Ich musste dreimal umsteigen, glaube ich, insgesamt und musste mich erstmal so ein bisschen durch dieses Metrosystem kämpfen. Hat aber geklappt, jetzt bin ich da und gucken wir das jetzt mal an. Ich bin leider etwas spät, deswegen sind hier gar nicht mehr so viele Leute unterwegs, aber hier unten in diesen Hallen werden die ganzen Thunfische gehandelt und vielleicht habt ihr das letztens in Medien gesehen. Wenn man Glück hat, verkauft man hier so einen Fisch für fast 3 Millionen Euro. Der Fisch, der dort unten in den Hallen verkauft wird, kann hier übrigens probiert werden, in allen möglichen kleinen Sushi-Geschäften. Ich guck mal, was es da so gibt. Sieht man, glaube ich, auch. Hinter mir sind ganze Reisegruppen hier unterwegs, um sich den Fischmarkt anzugucken. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesehen, ich gehe jetzt mal weiter. Ich habe noch was sehr, sehr Geiles vor, nämlich das Digital Art Museum. Da bin ich gespannt, was da auf uns wartet. Auch schon am Borderless Museum. Das ist extrem spacig, alles eingerichtet. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das da drin ist. Und ich weiß nicht, ob man da drin so viel sagen kann, aber guckt euch mal die Bilder an. Es ist sehr, sehr spacig. Ja, die ganze Ausstellung ist übrigens interaktiv. Also, wenn man hier wenn du anfasst, dann passieren irgendwelche Sachen. Und die Leute da hinten zum Beispiel, die stellen sich an einen Wasserfall und dann fließt der Wasserfall so um die rum und so. Mittagessen bestellt, Udon-Nudeln, und ist ein bisschen schwer, muss man sagen, wenn man was mit Vegetarisches bestellen will, weil das einfach nicht so ganz verständlich ist für die Leute. Ich habe jetzt aber was gefunden, ich hoffe mal, das schmeckt. Sieht auf jeden Fall geil aus und kostet 3 Euro ungefähr. Ungefähr, ja. Wie isst man das? Schlürft man das so? Also, dafür, dass ich nicht wusste, was ich kriege, war es sehr lecker. Und nicht teuer. Und mit Udon-Nudeln, das sind die geilsten Nudeln der Welt, deswegen kann man mal machen.
stehe jetzt an der berühmtesten Kreuzung der ganzen Welt, nämlich an der Shibuya-Kreuzung. Und da gehen wir jetzt mal zusammen drüber, mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn man mit 1000 Leuten über eine Kreuzung geht. In wenigen Sekunden geht's los. Jetzt. Es waren ganz schön viele Leute und die sind alle kreuz und quer, laufen die immer hier rum. Alles ist hier voll geordnet. An jeder U-Bahn-Station steht man in so einer Reihe. Nur auf dieser Kreuzung hier rennt jeder, wie er will. Meiner Japan-Reise ist angebrochen und ich bin schon nicht mehr in Tokio, sondern auf dem Weg nach Nagano. Ich habe jetzt nur ein bisschen Sightseeing gemacht in Tokio, um mich so ein bisschen zu akklimatisieren und zu gucken, wie das Leben hier so funktioniert. Und jetzt fahre ich mit dem Shinkansen nach Nagano und werde da mal ein bisschen mir den Winter angucken und gucken, wie es da aussieht und was man da so machen kann. Und ich habe was ziemlich Geiles gekauft, nämlich den Japan Rail Pass. Und der ist sehr cool, wenn man viel im Land rumreisen will. Der kostet so um die 230 Euro für 7 Tage und damit kann man dann im Grunde jeden dieser Schnellzüge nutzen. Und das ist sehr, sehr cool, weil normalerweise ist es viel, viel teurer. Die lange Zugfahrt hat sich gelohnt. Man muss immer ein bisschen Zeit einplanen, bis man dann da ankommt, wo man hin will, weil ohne Maps ist das immer ein bisschen schwierig. Ich bin von Nagano jetzt nochmal 40 Minuten gefahren nach Yodanaka und gucke mich jetzt hier mal ein bisschen um. Man sieht, es liegt Schnee und morgen gehe ich zu den Schneeaffen, da freue ich mich schon drauf. Ein neuer Tag ist angebrochen und der startet mit einem sehr geilen Frühstück. Typisch japanisch. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Sachen stehen, die ich euch mal ganz kurz zeigen will. Unter anderem gibt es in Japan ganz oft hier Suppen mit Tofu und Pilzen. Das hier ist Rettich. Das ist so ein bisschen Salat mit Algen. Das weiß ich nicht. Ich probiere gleich mal, dann weiß ich es bestimmt. Ansonsten gibt es hier noch sowas. Fisch und Omelette. Bisschen Salat. Obst und, Achtung, Miso-Suppe. Die kennt ihr bestimmt. Die gibt es beim Sushi-Mann auch immer. Und, warte mal, was haben wir hier? Reis. Natürlich. Ja. Das sieht geil aus. Das essen wir jetzt. Und dann geht's zu den Schneeaffen. Wenn ihr in Nagano ankommt, müsst ihr übrigens unbedingt an den Schalter gehen von der Bahn und euch hier diesen Pass kaufen. Der ist für 2 Tage gültig. Und dann kriegt man quasi die Hin- und Rückfahrt ab Nagano nach Yodanaka plus den Eintritt in den Park plus die Busfahrten hier rundherum. Alle für 3.500 Yen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Man spart so 500 Yen in etwa. Deswegen unbedingt diesen Pass kaufen. So, jetzt zu den Affen. Aber die sitzen hier so direkt neben uns und man kann da ganz entspannt vorbeilaufen und die tun eigentlich auch nichts, außer man kommt denen zu nah, glaube ich. Das sollte man nicht machen. Mache ich aber eh nicht. Warum ich ausgerechnet Affen besuche in Japan. Nämlich genau wegen dieser Situation hier hinter mir, weil es hier eine besondere Stelle gibt, wo die Affen immer in dieses heiße Wasser für den Onsen steigen und da schwimmen. Und die Fotos habe ich gesehen, als ich ein bisschen recherchiert habe hier für Japan, und habe ich gedacht, okay, das schreibe ich auf jeden Fall auf meine Bucketlist. Und da sind sie und sie sind sehr süß.
Osaka und werde da mal das Osaka Castle anschauen. Das ist nämlich sehr schön. Dafür muss ich jetzt mit der Bahn fahren und wie das funktioniert hier mit diesen Ticketautomaten, das zeige ich euch jetzt mal. Ich kaufe mir jetzt ein Ticket. Ich weiß wieder gar nicht, was ich hier mache. Automaten, die gut Englisch können und an denen findet man dann meistens, was man sucht. So sehen die Tickets aus und dann geht man da durch so ein Gate und steckt die da rein und dann kann man losfahren. Das machen wir jetzt. So sieht es hier übrigens aus, wenn man aus der Bahn steigt. Aber neben diesen ganzen Hochhäusern gibt es auch immer so kleine Gärten und einen davon besuchen wir jetzt, da ist nämlich das Schloss drin. Los! Das Schloss hier ist übrigens der perfekte Ort, wenn ihr mal einen Blick über Osakas Skyline werfen wollt, weil ihr nämlich einmal rundherum laufen könnt und alle Wolkenkratzer und die Parks und so weiter vor euch habt. Also lohnt sich auf jeden Fall hier raufzusteigen. Man darf im Museum nicht alles filmen, deswegen kriegt ihr nur so ein paar Einblicke, aber besser als nichts. Das war es leider schon wieder aus Osaka. Das Castle ist wirklich wunderschön. Vor allem die Plattform da oben, die ist perfekt geeignet, um sich die Stadt mal wirklich im Ganzen anzugucken. Jetzt fahre ich nach Kyoto, da sollte man ein bisschen traditioneller sein mit so ganz vielen Tempelanlagen und so. Ich freue mich drauf. Guten Morgen aus dem wunderschönen sonnigen Kyoto. Wie ihr hört, ist die Stadt auch schon auf den Beinen, genauso wie wir. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Sightseeing. In diese Richtung, da ist die Altstadt und die soll sehr schön sein, da freue ich mich schon drauf. Mein erster Stopp jetzt ist der perfekteste aller Tempel hier in Kyoto, nämlich die Kiyomizu-dera Tempelanlage und die ist wunderschön, die gucken wir uns jetzt von innen an. In der Innenanlage des Tempels angekommen und wenn ihr euch die Ausstellung hier drin angucken wollt, dann müsst ihr unbedingt die Schuhe ausziehen. Aber wenn man darauf achtet, was man für Socken anzieht, ist ja kein Problem. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ein schöner Klang. Ganz meine Mentalität, die von den Japanern. Schreine, wo man Geld reinschmeißen kann. Und weil ich noch so viele 1-Yen-Münzen habe, werde ich die jetzt alle hier mal so nach und nach verteilen, dann bringe ich die los und habe noch was für einen guten Zweck getan. Unterhalb des Kiyomizu-Tempels findet ihr übrigens eine sehr, sehr schöne Straße. Mit lauter kleinen Geschäften, da könnt ihr so Andenken kaufen und ein paar Essenssachen gibt es da auch, also so Matcha-Tee und solche Sachen, die man hier mal probiert haben muss. Da schlendern wir jetzt mal durch und dann gehen wir weiter zum nächsten Tempel und in den Bambuswald. Und dann trinken wir grüner Tee nimmst du, ne? Nee. Green Tea. Ja. Guckt euch das mal an. Das ist grüner Tee-Eis und das ist ein Zimtbrötchen oder so. Auch mit grüner Tee drin. Das ist geil.
Das probieren wir jetzt. Mal gucken, ob Johannes das lecker ist. Okay. Und wollte ich das auch haben, originalerweise? Nein, Johannes wollte eigentlich ein Vanillesoft-Eis, aber das ist ja Quatsch, ne? Wir sind ja hier nicht in Deutschland, deswegen... Der muss jetzt auch mal Sachen probieren, die grün aussehen. Und das ist gesund, grüner Tee ist gesund. Sag mal, wie schmeckt? Ja, ich bin nicht so zu haben für diese ganze Gesund-Geschichten. Bin ich nicht so viel zu haben. Ja, Vanille wäre aber langweilig gewesen. Ja, aber bestimmt auch lecker. Ja, aber wenn man auf seinen Körper achtet und Gesundheit liebt, dann ist das bestimmt was. Tempel gibt es einen kleinen Bambuswald. Wie ihr seht, sind die Bambusbäume riesig. Aus denen werden übrigens auch Gerüste gemacht und ganze Häuser gebaut. Und es gibt noch einen anderen etwas außerhalb der Stadt, da muss man aber so eine Dreiviertelstunde hinfahren. Wenn ihr also nicht so viel Zeit habt, dann kommt ihr in den Kudaiji-Tempel, weil hier gibt es so einen ganz ähnlichen Weg. Nicht so riesig wie der andere, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Tempelwasser an den Händen. Das schützt mich jetzt auf meiner gesamten Japanreise. Ein neuer Tag in Kyoto. Diesmal geht es für mich zur Samurai Experience und das wird sehr cool, weil ich lernen werde, wie man mit einem Samurai-Schwert umgeht, mit einem echten. Und werde ein bisschen lernen, wie man Zen-Meditation macht und diese gesamten Samurai-Mythen ein bisschen kennenlernen. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das wird sehr cool. Auf geht's. Leg dich nicht mit mir an. Ich mach dich platt. Wir haben jetzt hier gerade eine Samurai-Trainingsstunde. Ziel ist es, dieses Bambusstäbchen da durchzuhacken. Aber man braucht einen ganz bestimmten Winkel dafür. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ich hatte erst so Holzschwerter in der Hand. Und das, was man da gleich macht, macht man wirklich mit so einem scharfen Samurai-Schwert. Wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht selber in den Finger hackt. Ich gebe mir Mühe, hier wie heile wieder rauszukommen und das Ding durchzuhacken. Mal gucken, ob es geht. Yes, yes. Es war auf jeden Fall schwerer als gedacht, weil man alle Bewegungen so ganz langsam und kontrolliert macht. Man muss gerade aufrecht stehen und das Schwert muss eine bestimmte Bewegung machen, damit das genau den richtigen Winkel hat, um diesen Stab da durchzuhauen. Und ich habe ein paar Versuche gebraucht, aber nur noch 2-3 Wochen Training, dann mache ich alle platt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Diese Samurai-Experience war noch viel cooler, als ich mir gedacht hätte. Du hast einen richtig guten Eindruck gekriegt in diese japanische Kultur und in diesen Schwertkampf, in die Zen-Meditation, also all das, was ich irgendwie auf meiner Reise noch nicht mitbekommen habe. Und das war jetzt der perfekte Abschluss für Kyoto.
Jetzt geht's zum Bahnhof, dann fahre ich nach Tokio und morgen geht's schon wieder nach Hause. Mit einem letzten Blick auf den Kaiserpalast hier in Tokio möchte ich mich schon von euch wieder verabschieden. Ich werde mich jetzt gleich noch da hinten in die Stadt stürzen, noch ein bisschen was essen und den letzten Abend genießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man konnte, glaube ich, sehen, dass es hier einiges zu entdecken gibt. Das Essen ist überragend, die Leute sind super freundlich und das Land hat einiges zu bieten. Man kann entspannt Zug fahren und sich richtig gut gehen lassen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann macht euch auf den Weg. Kommt nach Tokio, guckt euch ein bisschen um und dann setzt euch in den Zug und erkundet das Land. Es lohnt sich auf jeden Fall.